das, was hier wirklich faszinierend ist, ist dieser breite Fokus, wie umfangreich das ist. Wirklich aus allen Bereichen, aus jedem Interessensgebiet gibt es begeisterte Foodblogger und das fasziniert mich. Ich war ganz beeindruckt, wie viele junge Blogger hier sind, wie groß die Community ist, wie groß dieses Thema geworden ist und die ganze Veranstaltung in diesem Raum ist schon sehr beeindruckend. Ich glaube, ich habe einfach nicht die Geduld, die viele Foodblogger haben. Bei mir ist das so, also wenn das jetzt in den nächsten 5 Minuten nicht funktioniert, dann gebe ich alles auf. Das Wichtigste ist, dass es gut schmeckt. Das ist natürlich ein bisschen immer schwierig beim Foodblog, weil da zählt ja in erster Linie das Auge, aber es kommt trotzdem darauf an, im Endeffekt, wie es schmeckt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Produkt hat und damit einfach der größte Geschmack herausholt und das ist eigentlich das Wesentlichste. Zuerst einmal hat mich die schiere Menge völlig verblüfft, also wie wahnsinnig viel es gibt. Das extrem professionelle Niveau von den Besten von Ihnen war wirklich beeindruckend. Ich esse wahnsinnig gerne und ich koche wahnsinnig gerne, kann es aber nicht. Aber dafür mache ich es umso leidenschaftlicher. Ich koche schon ganz gerne. Es ist halt immer sehr grobschlächtig. Aber ich schaffe das schon. Also ich schaffe meine 5 Sachen ganz gut. Das ist ein guter Punkt, weil wir kochen ja im Schnitt 5 Gerichte und die immer wieder im Radl durch. Ich glaube, nach dem heutigen Abend haben wir 50, wenn nicht sogar 500 Gerichte drauf. Mein letztes Rezept war tatsächlich etwas aus dem Bereich Backen. Gerne auch das ein oder andere Rezept von Foodbloggern neuerdings, denn die wissen, wie es geht. Am allerbesten gefällt mir, dass man so viele neue Blogs kennenlernt und auch die Menschen, die hinter diesen Blogs stehen. Diese Award ist eine unglaubliche Auszeichnung. Österreich zu vertreten natürlich ist ganz, ganz großes Kino. Ich finde es einfach eine richtig coole Veranstaltung. Österreich ist so ein kleines Land und wir haben so viele, so tolle Foodblogs und ich glaube, das kann man nur feiern und hervorheben. Ich habe mir nur gedacht, es gibt ja so viele Blogs, ich schaue, dass ich einen anderen Zugang zum Bloggen habe, nicht? Und ja, ein bisschen hat sich ausgezahlt.